Genial. Oh, hallo Leute. Ich sitze gerade an einer neuen Geschichte. Das wird mein nächstes Buch. Und ich kann euch schon mal sagen, das wird ein Bestseller. Also das da ist preisverdächtig, was ich mir da wieder ausgedacht habe. Ich kann das jetzt noch nicht zeigen. Das ist alles noch streng geheim. Also, da kann... Nee, nicht kommen. Ja, okay, es ist alles Quatsch, was ich da geschrieben habe. Da stimmt kein einziges Wort. Es ist aber auch wirklich nicht so leicht, sich so eine Geschichte auszudenken und dann gleich ein ganzes Buch zu schreiben. Aber macht nichts, weil wie das genau geht, das finde ich heute raus. Denn heute geht es in der Sendung genau darum, es geht um Bücher. Zweites Kapitel. Bücher sind toll. Ich liebe es, stundenlang auf dem Sofa rumzulümmeln und mich tief in eine Geschichte reinzulesen. Vielleicht geht's euch ja genauso. Die meistverkaufte Kinderbuchreihe, ihr kennt sie alle, ist natürlich Harry Potter. Auf der ganzen Welt wurden davon mehr als 500 Millionen Bücher verkauft. Würde man die alle übereinander stapeln, wäre der Stapel 20.000 Kilometer hoch. Damit würde man um die halbe Erde kommen. Unfassbar, oder? Und weil Bücher ja auf der ganzen Welt gelesen werden, sehen manche auch ganz anders aus als bei uns. Das zum Beispiel ist ein arabischer Text und den lesen die Leute nicht wie wir von links nach rechts, sondern von rechts nach links. Ich check heute, wie so ein Buch entsteht. Dafür treffe ich Kinderbuchautorin Valentina und finde mit ihr raus, was für eine gute Geschichte wichtig ist. Denn ich will ja heute meine eigene Geschichte schreiben. Und ich treffe Buchbinderin Elisabeth. Sie hat einen richtig coolen Beruf. Also, alle bereit? Dann kommt hier der Büchercheck. Ja, okay, ich komme ja schon. Und jetzt die Checkerfragen. Und die habe ich heute natürlich in einem Buch. Wie schreibt man eine gute Geschichte? Wer hat den Buchdruck erfunden? Und wie bindet man ein Buch? Das checke ich für euch. Los geht's in Berlin. Hier bin ich mit Kinderbuchautorin Valentina verabredet. Und zwar in einem Buchladen extra für Kinderbücher. Richtig cool. Na? Hallo. Alles gut? Na, ja. Wow, was für ein toller Laden. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Toll. Sag mal, wieso liebst du das Lesen so sehr? Was für andere das Filme gucken ist, ist für mich, glaube ich, so ein bisschen das Lesen. Vielleicht kennst du das, wenn du einen Film schaust und bist so richtig tief drin, vergisst alles um dich herum und bist so gefangen in dieser Welt oder eigentlich fühlst dich auch total wohl dort und folgst den Figuren und folgst der Geschichte und merkst gar nicht, wie die Zeit um dich herum vergeht. Ja. Und so geht's mir beim Lesen. Und jetzt will ich ja heute eigentlich von dir mal so ein bisschen mitkriegen, wie man eine Geschichte schreibt. Also ich will ja heute eigentlich auch ein Buch schreiben. Ja. Wie fangen wir da an? Ich glaube, die erste Frage, die du dir stellen musst, ist, was willst du für ein Buch schreiben? Tolles Buch, natürlich. Weiß nicht, was Spannendes, was man gerne liest, was irgendwie, was unterhält und Spaß macht. Es gibt verschiedene Arten von Büchern, die alle cool und spannend und wild sein können. Ja. Und ich würde sagen, du guckst dich jetzt hier im Buchladen mal um. Ich habe drei Bücher für dich versteckt und vielleicht wissen wir danach mehr. Okay, also wie ich die jetzt erkennen soll, weiß ich aber nicht so genau. Ich meine, hier stehen ja hunderte Bücher rum. Hä? Ah, das ist ja witzig. Tobi Krell, so wirst auch du zum Checker. Okay, jetzt erkenne ich auch die anderen Bücher. Ha, gefunden. Checker Tobi, mein Weg ins Abenteuerleben. Auch nicht schlecht. Und wo ist das dritte? Aha. Ich hab's. Cool. So, also das sind jetzt alles verschiedene Arten von Büchern, richtig? Genau. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel Mein Weg ins Abenteuerleben, geschrieben von Checker Tobi. Mhm. Das sind die Ereignisse, die du bei Checker Tobi, bei eurem Format, erlebt hast. Und genau so hast du sie da auch aufgeschrieben. Und das nennt man dann eine Autobiografie. Du hast sie selbst geschrieben, ist eine Autobiografie. Du kannst aber auch sagen, ich will sie nicht selber schreiben. Und dann suchst du jemanden, der das für dich aufschreibt, dann ist das eine Biografie. Okay. Was ist das nächste für eine Art von Buch? Das nächste wäre... Tobias Krell schreibt, so wirst auch du zum Checker. Das ist ein Ratgeber. Aha. Tobi rät dir, wie du zum Checker wirst. Ja. Aber es ist auch ein Sachbuch. So ein bisschen wie die Checker-Tobi-Sendung als Buch. Mhm. Du findest nur Informationen darin, keine Geschichte, keine frei erfundenen Figuren. Mhm.
Und was ist das dritte für eine Art von Buch hier? Der Checker in Gefahr. Das sieht ja super spannend aus. Ich würde sagen, das ist ein Roman. Eine frei erfundene Geschichte mit einer, mit der Checker-Figur. Mhm. Und er erlebt ein Abenteuer. Mhm. Also verschiedenste Arten von Büchern. Und jetzt muss ich mir ja eigentlich überlegen, was ich heute machen möchte. Und erstens interessiert es mich irgendwie am meisten und zweitens bist du auch Expertin. Am liebsten würde ich zumindest mal anfangen, einen Roman zu schreiben. Ja, gute Idee. Bin ich dabei. Also, Zeit für die erste Checker-Frage. Wie schreibt man eine gute Geschichte? Das ist ja mega cool hier. Ja, richtig gut. Also hier können wir jetzt auf jeden Fall kreativ werden. Ja. So, und bevor wir uns jetzt wirklich eine Geschichte ausdenken für mein Buch, es gibt doch bestimmt irgendwie Dinge, die man beachten kann, wenn man eine Geschichte schreibt, so eine Art Regeln oder so. Es gibt auf jeden Fall bestimmte Dinge, die alle Geschichten miteinander verbinden und vereinen. Und zwar zum Beispiel, jede Geschichte fängt irgendwo an und jede Geschichte hört irgendwo auf. Um vom Anfang zum Ende zu kommen, brauchen wir auf jeden Fall eine Mitte. Manchmal kann es sein, dass du schon am Anfang eine Idee hast, für wo du am Ende landen willst. Du weißt aber gar nicht, wo es anfängt. Okay. Zum Starten brauchen wir also auf jeden Fall eine Idee. So, dann hänge ich das doch schon mal auf, oder? Top. Gut, was brauchen wir noch für eine gute Geschichte? Es muss auf jeden Fall jemanden geben, der Anfang, Mitte und Ende erlebt. Ah, klar. Eine Figur, eine Hauptfigur. Richtig. Also Figur. Zack. Eine Idee für Anfang, Mitte und Ende und eine Figur, die das Ganze erlebt. Genau. Und jetzt gibt es noch eine ganz wichtige Sache, nämlich ein Gefühl, was man dabei hat. Nicht du beim Schreiben, sondern wenn deine Geschichte gelesen wird, in welche Stimmung versetzt die Person das? Wird sie lachen, weinen, ganz gespannt sein? Ja, ja. Deswegen würde ich mal das Gefühl aufschreiben. Okay. Hast du schon irgendeine Idee? Ich will, dass die Hauptfigur Fritzi heißt. Super. Gefällt mir der Name. Was macht Fritzi? Fritzi... hat einen großen Traum. Damit wir uns noch besser in die Geschichte reinfühlen können, verkleiden wir uns als die Figuren, die in unserem Roman vorkommen könnten. Was bist du? Hexe? Hexe. Na gut, dann gibt's eben eine Hexe in unserem Roman. Gar nicht so leicht, sich das alles auszudenken, aber es macht so großen Spaß. Ich bin natürlich ein Landstreicher mit magischen Fähigkeiten. Weißt du? Ja. Und ich muss sagen, Valentinas Tipps helfen auf jeden Fall dabei. Ich finde, unsere Geschichte fühlt sich jetzt schon richtig abenteuerlich an. Weißt du, was ich bin? Ich bin ein blaues, ja, ein blaues Wackelpuddingmonster. Und das versucht, irgendwas zu verteidigen. Und ich finde, beim Lesen sollte man unbedingt auch lachen. Unsere Geschichte könnte also zum Beispiel so aussehen. Fritzi erlebt mit ihrer besten Freundin Mimi ein Abenteuer im Wackelpuddingland. Das ist die Idee. Ein paar Figuren haben wir auch schon. Fritzi und Mimi natürlich, die Hexe, den Landstreicher und das Wackelpuddingmonster. Und beim Gefühl sind wir uns einig. Es soll abenteuerlich sein und sehr lustig. Wichtig sind eine spannende Idee und coole Figuren. Außerdem sollte die Geschichte ein bestimmtes Gefühl auslösen. Checkt. Gut, dann versuche ich jetzt mal, die Geschichte weiterzuschreiben. Aber irgendwie klappt das hier nicht. Es ist ja auch kein Wunder, dass das mit dem Schreiben nicht klappt, wenn man hier überhaupt nicht richtig gemütlich sitzen kann. Also ich finde jetzt die richtige Position zum Buchschreiben und für euch gibt es so lang die Mitmachfrage. Vielleicht so. Was ist ein Buchblock? A. Das Innere des Buches, B. Ein historisches Buch aus Holz oder C. Ein sehr dickes Buch. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Damit aus einer Geschichte ein Buch wird, muss einiges passieren. Zuerst muss die Autorin oder der Autor die Geschichte natürlich fertig schreiben. Diesen fertigen Text nennt man auch Manuskript. Und das kommt dann zu einem Verlag. Dort arbeiten viele Menschen, die gemeinsam entscheiden, ob ihnen die Geschichte gefällt und sie daraus ein richtiges Buch machen wollen.
Wenn ja, zeichnet eine Illustratorin oder ein Illustrator die passenden Bilder dazu. Das ist natürlich vor allem bei Kinderbüchern so. Damit im Text kein einziger Fehler zu finden ist, kommt das Buch dann noch zur Lektorin oder zum Lektor. Die lesen sich das alles ganz genau und sehr oft durch und sagen Bescheid, wenn sie einen Rechtschreibfehler entdecken oder in der Geschichte was unlogisch ist. Bevor das Buch dann in die Läden kommt, wird es natürlich gedruckt. Und zwar meistens in solchen Druckereien. Hier kommen pro Tag mehrere tausend Bücher raus. Wahnsinn, oder? Aber das ging natürlich nicht schon immer so rasend schnell. Also, zweite Checker-Frage. Wer hat den Buchdruck erfunden? Auch wenn Bücher nicht schon immer so aussehen, wie wir sie heute kennen, gibt es sie schon seit vielen Jahrhunderten. Forscherinnen und Forscher vermuten, dass die Menschen in China, also hier, schon vor über 1000 Jahren Bücher gedruckt haben. Dafür haben sie einfach Texte in so große Holzblöcke geschnitzt, Farbe drauf gemacht und dann das Blatt draufgelegt. Das hat auch schon ganz gut funktioniert. Das Problem war nur, es war natürlich super aufwendig, hat ewig gedauert und wenn man sich jetzt verschnitzt hat, dann musste man wieder von vorne anfangen. Vor ungefähr 800 Jahren wurden dann hier in Korea, das ist noch östlich von China, so kleine Stempel aus Metall erfunden. Auf jedem Stempel war ein anderes Schriftzeichen, die wurden zu einem Text zusammengefügt, dann kam Farbe drauf und man konnte damit drucken. Der Vorteil war, man musste nicht mehr ganze Texte in diese großen Holzblöcke schnitzen, sondern konnte die Stempel immer wieder verwenden und zu ganz vielen verschiedenen Texten immer wieder neu zusammenbauen. Fachleute glauben aber, dass der König damals den Verkauf von Büchern verboten hat. Und so hatte kaum jemand was von der Erfindung. Vor über 500 Jahren, genauer gesagt im Jahr 1450, hatte er hier, Johannes Gutenberg, eine ähnlich gute Idee. Und zwar hier bei uns in Deutschland. Von seiner Erfindung erzählt er euch aber vielleicht besser selbst. Gestatten, Gutenberg. Auch ich habe so kleine Klötzchen aus Metall erfunden. Ebenso ein bisschen wie diese Stempel. Auf jedem dieser Stempel einer unserer 26 Buchstaben. Und ich muss sagen, hier bei uns kam diese Idee richtig gut an. Wir hatten so kleine Kästchen, die hießen Setzerschiff. Ungefähr so sah das aus. Und da haben meine Kollegen und ich die Buchstaben Satz für Satz und Zeile für Zeile eingespannt. Darauf kam die Farbe, die sogenannte Druckerschwärze. Darauf ein Blatt Papier und das Ganze dann ab in die Presse. Die sah ungefähr so aus. Naja, und wenn die Sätze einmal richtig angeordnet waren, dann konnte man mit meiner Erfindung natürlich ultraschnell richtig viele Seiten drucken. Und ich muss schon sagen, gerade im Nachhinein, meine Erfindung, die hat richtig viel verändert. Also Wissen und Information hat sich viel schneller verbreitet. Bücher waren nicht mehr nur was für die ganz reichen Leute. Und dadurch haben auch immer mehr Menschen lesen und schreiben gelernt, was seinerseits natürlich wieder eine ganze Menge spannender Folgen in der Geschichte hat. Ich kann voller Stolz sagen, meine Erfindung ist nicht weniger als epochal. Ja. In China wurden vor vielen Jahrhunderten die ersten Bücher gedruckt. Gutenberg hat in Deutschland den Buchdruck mit einzelnen Buchstaben erfunden. Gecheckt. Fast so cool wie selber lesen ist ja, vorgelesen zu kriegen. Und jetzt zeige ich euch jemanden, der das mit dem vorgelesen kriegen quasi zu seinem Beruf gemacht hat, nämlich Friseur Danny. Er schneidet Kindern umsonst die Haare, wenn sie ihm dafür aus einem Buch vorlesen. Guckt mal. Danny findet, Lesen ist super wichtig für alle Menschen. Ihm liegt es deshalb sehr am Herzen, dass Kinder gut lesen können und er möchte sie dabei unterstützen. Und das Gute ist, den Kindern macht das voll Spaß. Sonst war das halt immer irgendwie was Langweiliges, sich die Haare schneiden zu lassen, weil man einfach nur still da sitzen sollte. Weil man lernt die Rechtschreibung auch. Und ja, das mag ich gerne am Lesen. Und vor allem das in die Geschichte eintauchen. Und Lesen ist auch noch richtig gut für unser Gehirn. Es fördert unsere Kreativität. Menschen, die viel lesen, können sich besser und länger konzentrieren. Ich bin jetzt in Augsburg unterwegs. Hier treffe ich Buchbinderin Elisabeth. Mit dabei habe ich den Anfang der Geschichte, den ich mit Valentina geschrieben habe. Und auch die letzte Checkerfrage. Wie bindet man ein Buch? Hallo Elisabeth. Hallo Tobi, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Das ist ja eine ganz tolle Werkstatt, die du hier hast. Dankeschön. Und guck mal, ich habe eine Geschichte mitgebracht. Ja. Die habe ich selbst geschrieben. Sie heißt jetzt Fritzi, Mimi und das Wackelpuddingland. Und es sind auch schon ein paar Seiten und das ist eine Geschichte für Kinder. Sehr toll. Und daraus möchte ich jetzt eben gerne ein Buch machen. Mhm.
Kannst du mir dabei helfen? Ja, auf jeden Fall. Einmal können wir so einen ganz einfachen Einband, einen Taschenbucheinband machen. Der ist sehr flexibel. Also ein bisschen weicher, sage ich mal. Genau. Fühlt sich das an? Ja, genau. Und wir können einen festen Einband machen. Der würde so aussehen. Da ist dein Buch natürlich sehr schön drin eingebunden. Ja. Genau, ein Stoffeinband. Das klingt wie ein Buch, fühlt sich an wie ein Buch. Das will ich. Hervorragend. So, als erstes arbeiten wir hier an der Pappschere. Das ist die Pappschere? Das ist die Pappschere, genau richtig. Wir schneiden aber erstmal Papier. Genauer gesagt schneiden wir jetzt das Vorsatzpapier zu. Das verbindet am Ende den festen Einband des Buches mit dem Buchblock. Der besteht aus allen einzelnen Seiten. Er ist das Herzstück des Buches, denn da steht die Geschichte drin. Mit diesem Lineal kann ich die Höhe und die Breite einstellen. Einfach damit am Ende alles zusammenpasst. Und jetzt müsste das ja, wenn ich alles richtig gemacht habe, exakt die Maße von meinem Buchblock haben. Genau, jetzt können wir schauen, ob du gut gearbeitet hast. Und, passt's? Also, aber 1A. Hervorragend. Die Schürze brauche ich, weil jetzt der Leim ins Spiel kommt. Jetzt spannen wir das Buch einmal hier ein, ja, um die Seiten miteinander zu verkleben. Dafür klemmt Elisabeth den Buchblock in dieses Gerät. Dort sind die Seiten ganz fest aneinander und ich kann den Leim, also den Kleber, auftragen. Als nächstes kommt die sogenannte Gaze drauf. Das ist dieser Stoff. Der hält alles nochmal zusammen. Und das muss jetzt ein bisschen trocknen. Sag mal, seit wann bindet man eigentlich Bücher schon so, wie du es jetzt machst oder wie du es mir gerade zeigst? Also so und mit dem Leim so um die 100 Jahre circa, genau. Früher hat man vor allen Dingen mit Faden Bücher verbunden. Ah. So ein bisschen kannst du das natürlich auch hier sehen. Ah, ist das so eine Maschine dafür? Das ist ein Gerät, das dir dabei hilft, dass das nicht alles verrutscht. Ist ja wirklich wie ein bisschen, wenn man Klamotten näht, nur halt mit Papier. Der Faden verbindet die einzelnen Seiten miteinander. Das Stoffband hier hält das Papier zusammen. Das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Friemelarbeit und es dauert viel länger, als die Seiten zu verkleben. Und warum magst du Bücher so sehr oder warum liest du gern? Weil man sich da so reindenken kann und eine Fantasiewelt erschaffen kann und ja, so ein bisschen zur Ruhe kommen kann auch. Ja, genau. Und ich mag auch gern ein Buch in der Hand wirklich zu haben und die Seiten umzublättern. Jetzt kommt wieder die Pappschere zum Einsatz. Wir schneiden den festen Karton zu, denn daraus wird später das sogenannte Hardcover, also der Einband. Der Buchdeckel. Mit dem Leim und einem Stück Papier verbinde ich die einzelnen Teile. Hier ist es sehr wichtig, dass ich ganz genau arbeite. Sonst ist am Ende das ganze Buch schief. Diese Kartons sind die Vorder- und Rückseite des Buches. So, und das wird das Buch. Da kommt dann mein Buchblock rein. Genau, ja. So. Wow. Hier hast du eine riesengroße Farbauswahl. Das könnte alles die Farbe meines Buches sein. Exakt, genau. Jetzt musst du nur noch deine Lieblingsfarbe finden. Vielleicht so ein richtig kräftiges Gelb. Das ist auf jeden Fall eine schöne Farbe, ja. Aber so ein dunkles Blau natürlich auch. Das sind ja alles ganz tolle Farben. Das ist es. Das ist es, glaube ich. Oder wollen wir die Farbe nehmen? Ja, ne? Die ist doch super. Ja, dann machen wir, glaube ich, das. Alles klar. Mega gut. Danke für die Hilfe. Das Gewebe, also den blauen Stoff, schneide ich jetzt zu und verbinde ihn mit dem Karton. Dazu benutzen wir wieder den Leim. Es ist ganz wichtig, schnell zu sein, bevor der Leim zu trocken wird und nicht mehr klebt. Und, ihr ahnt es schon, super genau müssen wir auch jetzt wieder arbeiten, damit das fertige Buch schön aussieht. Den Stoff muss ich richtig doll auf den Karton drücken, damit beides fest miteinander verbunden ist. Darf ich? Ja, genau, so. Zuck. Wow! Oh, das sieht aus wie ein echtes Buch. Ein echtes Buch braucht natürlich auch einen Titel. Dafür kann ich mir verschiedene Schriften aussuchen. Dann setze ich die Wörter aus den einzelnen Buchstaben zusammen. Ein bisschen so, wie Gutenberg das früher gemacht hat. Daraus wird mal, claro, Tobis. Das Ganze ist noch spiegelverkehrt. Wenn wir es gleich drucken, seht ihr warum. Eine Farbe darf ich mir auch noch aussuchen. Naja, also dieses Orange ist natürlich eine absolute Checkerfarbe. Die Bleibuchstaben kommen dann in dieses Gerät. Und weil wir sie da spiegelverkehrt reingelegt haben,
werden sie richtig herum durch die Folie auf das Buch geprägt. Einmal draufdrücken, genau. Und wieder zurück. Genau. Und jetzt? Jetzt ziehst du die Folie vorsichtig ab. Und dann hast du... Oh, das ist so cool. 2, 1. Ja, zurück. 0. Wow. Guck mal. Tobis Geschichtenbuch. Das ist ja wunderschön. Was fehlt, ist halt noch das Buch, der Inhalt. Aber ich finde, das ist schon richtig toll. Das ist schon mal sehr gut, ja. Und jetzt kommt ein letzter, richtig wichtiger Schritt. Mit dem Leim verbinde ich den Buchblock mit dem Einband. Dabei muss ich ganz vorsichtig sein, damit nichts verschmiert. Als allerletztes kommt das ganze Buch nochmal in eine Presse. Einfach, damit alles hält. Ist es jetzt fertig? Jetzt ist fertig. Jetzt ist fertig? Jetzt ist fertig. Wow. Ist das toll. Tobis Geschichtenbuch. Wahnsinn. Das sieht aus wie ein echtes Buch. Ja. Und hier von innen auch. Fritzi, Mimi und das Wackelpuddingland. Kapitel 1. Und dann steht hier die Geschichte auf den ersten Seiten. Und dann, zack, irgendwo endet die erste Geschichte. Und dann ist ganz viel Platz für neue Geschichten. Die muss ich halt noch schreiben. Aber das ist doch super. Sehr schön. Und es sieht richtig toll aus. Das hast du wirklich schön ausgesucht. Ey, ja. Elisabeth, das hat richtig Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank. Wirklich ganz, ganz toll. Sehr gerne. Danke dir sehr. Ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Geschichtenschreiben. Vielen Dank. Und wenn du mal Hilfe brauchst beim Buchbinden, sagst du Bescheid, ich komme dir helfen. Sag ich Bescheid. Danke. Zum Buchbinden gehören viele Schritte. Wichtig ist, dass der Buchblock gut mit dem festen Einband aus Stoff und Karton verbunden ist. Gecheckt. Da entfuhr Pepe einen Pups so laut wie bei einem prächtigen Gewitter. Oh, ja, also ich habe meinen Ort gefunden. Hier werde ich kreativ, hier schreibe ich jetzt meine Bücher und für euch gibt's die Antwort auf die Mitmachfrage. Der Pups war so laut, dass die Bäume umfielen und alles in sich zusammenfiel. Ich wollte von euch wissen, was ist ein Buchblock? A. Das Innere des Buches? B. Ein historisches Buch aus Holz? Oder C. Ein sehr dickes Buch? Na, habt ihr die Lösung entdeckt? Guckt mal. Der Buchblock besteht aus allen einzelnen Seiten. Er ist das Herzstück des Buches, denn da steht die Geschichte drin. Richtig ist also Antwort A. So, liebe Leute. Das war's vom Büchercheck. Ich habe ja meinen kreativen Ort gefunden. Ich werde jetzt hier am nächsten Kapitel arbeiten. Dafür müsste ich hier allerdings kurz allein sein. Wie wär's, wenn du auch mal ein bisschen was liest? Und ihr zu Hause auch. Ich meine, Fernsehen ist cool, unsere Sendung sowieso, aber wie wär's mit Abschalten und einfach mal ein Buch in die Hand nehmen? Ich wünsche euch jetzt schon ganz viel Spaß mit den Geschichten, in die ihr eintaucht, so wie man es nur mit Büchern kann. Also, liebe Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Kapitel 2. Raus. Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool, hey, ziemlich groovy. Der immer fragt, wer die Action mag, der alles wagt und der niemals klagt. Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool, hey, ziemlich groovy. Der ständig rennt, der niemals pennt, der auch manchmal flint und der tausend Leute